So, Hallihallöchen, Hans Peter hier. Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher 3. Wir werden amtierender Faustkampf-Champion und müssen dazu noch den Feldwebel hier wegklatschen. So, wer ist hier der, wer ist hier der Chef? Bin bereit. Wen haben wir? Ach, den kennen wir doch. Was würde der Baron denken, Mann? Weiß der Baron, wie seine Männer sich amüsieren? Der Baron weiß alles. Der wettet sogar auf manche Kämpfe. Cool, dass er auf mich wettet. Ein Idiot. Verliert immer. Gut, kämpfen wir. 80 kann ich setzen. Fangen wir an. Na schön. Komm zu Papi. Hi, Daddy. So, Papi, du willst aufs... Oh, Level 12. Okay, wird mir als gefährlich eingestuft, aber... irgendwie... Gut, gerade nimmt er keinen... Doch, jetzt wieder. Schaden. Und... Super. Die sind voll einfach, die Faustkämpfe. Nice. Welch ein Kampf! Hiermit sei Wissen und kundgetan, dass der Hexer den Feldwebel besiegt hat und nunmehr Meister von ganz Welen ist. Danke, darf ich mein T-Shirt jetzt wieder anziehen? Wenn du nicht genug kriegen kannst, findest du anderswo würdige Gegner. In Novigrad gibt es genügend. In Skellige auch. Okay, die wollen uns loswerden. Stufe 7! Ja! Ich darf nicht so rumschreien. Es ist wieder mal 3 nachts. Was wollen wir da? Ah ja, das Zeichen noch. Das Zeichen? Das Zeichen. Noch mehr Igni. Und was, freigeschalten ab 6? Ach, einen Punkt muss ich noch oben rein tun. Ja gut, dann machen wir wahrscheinlich zu den Verhexen. Axi. Tja. Und hier brauchen wir 3 noch in eine andere Fähigkeit. Gut, wir können die halt nicht ausrüsten, das ist das Problem. Adrenalinverlust. Das will ich nicht. Das wären auch ganz nützliche Dinge. Da dieser goldene, braune, ich weiß nicht. Angriffskraft. Okay. So, Level 7 und welche Quest immer als nächstes? Hexen, ja, was hätten wir denn noch als Nebenquest? Spiele, besiege Mann in Erzdorf. Nee. Rennen. Wollen wir ein Rennen machen? Wo ist es denn? In Krähenfels, da sind wir doch. Ja, da machen wir das Rennen. Wo findet das statt? Okay, vorm Dorf. Dann machen wir das Rennen doch, wenn wir schon da sind. Das können wir auch gut. Oh, 160 Kronen. Richtig nice, was wir hier an... Wie viel Gold haben wir denn jetzt? 2400. Scheiße, was soll ich mit dem ganzen Zeug machen? Okay, ja, Rüstung kaufen und so. Ja, ich könnte mir mal Material kaufen. Dann könnte ich ein neues Schwert machen und einen neuen Plattenpanzer. Das könnte ich mir überlegen. Dann mache ich mir nochmal solche Vipern-Teile, weil die finde ich echt nice. Mit dem geht's kämpfen echt gut. Naja. Muss noch entscheiden. Ein bisschen halten die Schwerter ja noch aus. So, Klötze. Na, komm her. Ja, fein. Du bist ein feines Pferd. Komm, wir machen ein Rennen, Klötze. Also, wir machen wieder mal alle fertig. Wie immer. Wo ist denn die Startlinie? Da vorne. Ah. Hallo. Wir wollen teilnehmen. Können wir reden? Ja, solange du dich kurz fasst. Ich plappere nicht zum Spaß. Ich heiße Radko. Wir sagen aber gar nichts. Das ist richtig kurz. Davon musst du gehört haben. Willst du mitmachen? Sag Bescheid. Willst du nicht? Schieb ab. Trag mich ein, Mann. Trag mich ein. Das ist nicht nötig. Solange du bei Sonnenuntergang hier bist und Gold zum Wetten dabei hast. Okay. Dann chillen. Ah, oder okay. Die Regeln sind ganz einfach. Wir standen die ganze Zeit da. Hallo? Willst, mach deinen Einsatz, reite nach Schwarzzweig und zurück. Der erste ist der Sieger, der zweite ein verfickter Niemand. Kapiert? Gegen wen soll's gehen? Stotter Matko, Hans Eisenarsch oder den schwarzen Bogdan? Stotter. Nee, wir machen gleich Hans Eisenarsch. Den schwarzen Bogdan.
50. Diesmal reite ich gegen den schwarzen Bock dann. Ach, kann ich gegen alle reiten? Ich werde dir zeigen, wo es lang geht. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Gut, ich hab gesetzt. Aufsetzen. Warte, steht dran, wo wir hinreiten müssen. Los. So. Hey, Hexer, hat deine Mami dich nicht gewohnt? Alter, kann ich den wegschlagen? Ne? Okay, es sind Wegpunkte hier. Hä? Warum ist denn... Ach so, es war Slow Motion extra für uns. Ach, nice. Ich dachte gerade, warum geht's denn so langsam? Links? Was? Ich bin nicht Hä? Der scheiß Pfeil hat mich doch dahin geführt. Hä? Die scheiß Pfeile haben mich dahin geführt. What the fuck? Hä, dieses... Nee. Moment, das müssen wir nochmal machen. Das war ja mal richtig ranzig. Der Kontakt des Hexers empfehlen. Hey, was war denn das für ein die Pfeile auf der Karte haben mich nach links geführt. Das versehrten Land inkognito operierte. Sein Auftrag lautete, Informationen über Ciri zu ist das ranzig, ey. Doch Geralt erreichte Hendrik zu spät. Und diese Ladebildschirme, die sind auch richtig ranzig. Gewesen. Der Hexer fand nur noch die Leiche des Spions. Hendriks Notizen hatten die Geisterreiter allerdings nicht gefunden. Aus ja, jetzt komm, hör auf, voll zu labern. Komm schon, Plätze. Komm schon. Wir rächen uns. Müssen wir gegen alle drei reiten oder reicht eigentlich nur einer? Also schön. So. Hier. Hi. Können wir reden? Ja. Ich will reden. Ich heiße... Trag mich ein. Trag mich. Das ist... Aha, ja, ja. Sonnenuntergang. Buh. Ah, da sind wir wieder. Bist du ja entgegen wen so... Wir machen nochmal den schwarzen Bock dann. Diesmal reite ich Nein, gegen den... nicht 25. Ach, egal. Komm. Los, setz. Da haben wir halt 25 gewettet. Ist nur fair. So, warum zeigt er nach rechts? Yes. Hä, wieso geht er nach... Lol, haben wir jetzt einen Vorteil, weil er blöd gestartet ist? Ach, ist das nice. Okay. So, bitte Punkte, führt mich zum richtigen Ziel. Okay, diesmal schmeißt uns keiner Fässer hier hin. Aha, die Punkte sind schon wieder nach links gegangen. What the fuck? Nach rechts über die Brücke. Er ist weg. Pferdeausdauer ist auch noch ganz okay. Okay, komm. Plätze. Ja, trab ein bisschen. Oh shit, da kommt er. Da kommt er, da kommt er, da kommt er. Shit. Komm, Plätze. Ausdauer, Ausdauer. Wie lange müssen wir denn noch? Sind wir jetzt da? Ja. Alles nur, weil er voll scheiße gestartet ist. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Hier ist dein Gold. Und wenn du mal wieder Lust auf ein Rennen hast, komm vorbei. Ja, ich würde es mir überlegen. Also schön. Wer will noch teilnehmen? Haben wir es geschafft? Nee. Hä? Ach, wir müssen echt gegen jeden spielen, oder was? Und, nimmst du nun teil oder nicht? Ja, trag mich ein. Trag mich an. Das ist nicht nötig. Solang. Ja, wir sind ja schon da. Tag, Grauhaar. Hi. Oh, Scheuklappen. Gehen? Hans Eisenarsch. Ja, wir müssen gegen alle drei. 50. Mal sehen, wie... Ich habe mein halbes Leben auf dem Pferderücken verbracht. Die andere Hälfte auf Ponyrücken. Du kannst mich nicht schlagen. Ja, er schießt hier. Los, setzen wir und dann auf zum Rennen. Der hat einen Brimstone als Tattoo. Der hat einen Brimstone als... Oh, nice. Nice. Schön, danke, dass ihr 3, 2, 1 so gut einzählt. Der hat einfach einen scheiß Brimmy. Und der wird härter als der davor. Müssen wir ihn irgendwie ausdrängen? Oder was bringt die aus? Wir haben das Inventar... Oh ja. Warte, wenn wir hier... Haben wir denn Scheuklappen? Okay. Panikstufe. Ja, bringt uns beim Rennen jetzt leider herzlich wenig. So, durch. Ich will ihn irgendwie ausbremsen, weil die Ausdauer hält nicht ganz bis zum Ende vom Ding. Oh, da war eigentlich ein Hindernis. Oh Gott, bin ich blöd. Okay, und jetzt kann Plötze nicht mehr. Komm schon. Plötze! Ja! Geh durch, geh durch, geh durch! Jawohl! Plötze, Plötze!
und zerbumst, Mr. Eisenarsch. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du dich wohl so gut aus wie mit Monstern. Ja, hier ist mein Gold. Und nimmst du nun wir Teil, nehmen Teil, oder? Klar. Trag mich ein. Trag mich. Das ist nicht. So, und. Ja, wir haben nur noch einen. Grauhaar. Moin. Gegen wen soll's gehen? Ja, es gibt ja nur noch einen. Satteltaschen. Aber gegen den. Ich nehme Stotter, Matko. Du wirst schon sehen. Ach, drauf geschissen. Los, setzen wir und dann auf. Das ist dämlich. Hört Banditen? Und die schreien hier aus Panik. Und er stand auch so blöd. Was ist das für ein verbuggtes Rennen, ey? Warte, wir haben neue Gegenstände. 30 Oh, neue Satteltaschen. Nice! Hey! Achso, wieder diese hässlichen Fässer. Gut, reiten wir jetzt. Ist das kacke, ey? Ist das kacke, den schubst du mal weg. Vor allem der Bandit und alle schreien aus Panik. Och, ist das Rennen kacke. Hey! Ja, nice. Stotter-Typ, wo bist du? Nimmst du irgendwie eine heimliche Abkürzung? Er ist einfach weg. Ja, traben wir. Plötze hunkelt voll. Oh, shit, da kommt er. Shit, er kommt. Ich habe ihn jetzt voll unterschätzt. Okay, aber auch das geschafft. Komm jetzt. Hübsch, hübsch. Mit Pferden kennst du... Ja, ja. Pferd? Achso. Gut. Haben wir auch geschafft. Voll dumm. wollen wir das machen? Ja. Das will ich machen. Und die Musik fällt manchmal aus. Voll komisch. Da müssen wir wieder ins Lindental. Okay. Plötzlich. Los, lauf! Jetzt machen wir plötzlich hier Volltempo. Rennsattel, Moment. Wahrscheinlich ist der jetzt richtig gut. 40 Ausdauer. Wir hätten vielleicht mit dem einfachsten Rennen beginnen sollen. Ach, egal. Quest abgeschlossen. Coole Quest. Nochmal fett Geld, fett Ansehen, fett Spaß. Ach, richtig nice. Wir sind vertrieben worden, noch nicht gerade Hurra, aber... Hi. Also, auf, nochmal ins Lindental. Und, was... Suche die Geschichte vom Professor irgendwas. Ah. Oh, neue Traufen, Traufstecher, Kleider. Komische Sachen. So, wer trauert hier? Dolores. Worum geht's denn? Was soll aus mir werden auf meine alten Tage? Ein Bauernrübel verwehrt mir ein Dach über dem Kopf. Ich bin die Tochter eines Edelmannes. Mein Bruder und ich, wir haben das Herrenhaus jahrelang verwaltet. Was ist mit ihm passiert? Wetten, er ist tot. Was ist mit ihm passiert? Eines Tages kam ein Reisender, ein Jäger. Wir haben uns verliebt und kurz darauf geheiratet. Wir wollten das Herrenhaus verlassen. Mein Bruder war beleidigt und hat mich nicht mal verabschiedet. Jahre später kam ich zurück, habe ihn aber nicht gefunden. Die Leute sagen, Monster hätten sich in unserem Haus eingenistet. Oh, man sollte nie auf das hören, was die Leute sagen. Aber ich kann sie töten. Ich könnte mich um die Monster kümmern. Du bist ein Hexer, richtig? Kein normaler Mensch würde das tun. Keine Wir Sorge. Wir sind nicht normal. Für mich sind alle gleich, solange sie ehrlich sind. Das Haus liegt östlich von hier. Nimm den Schlüssel. Wenn du die Bestien vertrieben hast, such nach einer Truhe. Das ist mein Schatz, mein Erspartes. Es gehört dir. Ja, ich nehme einfach und alles, was ich finde. Ich brauche nur ein Dach über dem Kopf. Und wenn's notwendig ist, kann ich andere Erbstücke verkaufen. Ihr Hexer arbeitet ja nicht umsonst. Ich würde dich nie ohne ehrliche Bezahlung gehen lassen. Die Götter beschützen dich. Okay. Warum erscheinen mir eigentlich alle Personen in dem Spiel so dubios? Wo ist denn das Haupt?
Da hinten. Ach du Scheiße. Gut, dann würde ich sagen, da reiten wir im nächsten Part hin. Wie immer, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Part. Euer Hans-Peter. Ciao.